Die Tür ist verschlossen. Dahinter liegt der mit Sicherheitssystem. Ah, ich weiß, warum das Viech da nicht reinkommt. Ich weiß, warum. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen logisch denken, ne? Boah, was du dir da mit schnell... Mit meinen falschen Fingernägeln. Ja, ist ja gut. Ich dachte, du hättest ihn noch. So, und jetzt kommt das Viech da auch durch. Woher soll ich das wissen? Mit meinen falschen Fingernägeln, Bobby, ich solche Weiber hasse. Ich bin zwar selber ein Weib, aber wie kann man sich wegen Fingernägeln so anpissen? Ja, könntest du das da machen? Eventuell? Danke. Naja, ich soll hier was benutzen. Ich lauf doch nicht blindlings in ein Feld tödlicher Laser. Oh, hätte ich jetzt aber gedacht. Jetzt brauche ich einen Feuerlöscher. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wo einer ist. Feuerlöscher. Ich habe auch leider nicht aufgepasst, wo einer sein könnte. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber kann ja nur hier irgendwo sein. Gehen wir da nochmal hin. Weit weg kann es ja nicht sein. Ich befürchte, dass da... Was heißt befürchten? Ich hoffe, dass da einer drin ist. Wie komme ich auf befürchten? Warum ist hier keiner drin? Das ist Überwachungsraum und hier ist kein Dingsbumslöscher drin. Hier vielleicht irgendwo. Auch kein Feuerlöscher. Was ist das für ein komisches Büro? Nee, da komme ich eh nicht rein. Feuerlöscher. Ah, vielleicht in der Tiefgarage. Vielleicht in der Tiefgarage. Ist gerade so ein kleines Licht, was mir da aufgeht. Ja, da hängt doch schon einer. Ist mir doch super das Licht aufgegangen. Ich habe gerade eine Glühbirne über dem Kopf, die blinkt. Aber gleich kommt die Stelle, auf die ich absolut keine Lust habe. Das wird wirklich lustig. Daran könnte ich auch etwas länger hängen. Quatsch. Oh Mann. Ich bin schon etwas übermüdet. So. Tolle Laser, ich freue mich. Wir dürfen das jetzt mit so einem Viech machen, weil sie selber geht da nicht durch. Da hat sie dann doch ein bisschen Angst, die Gute. Ich hätte speichern sollen, aber egal. Wenn das Ding geschrottet wird, kriegen wir ja immer wieder ein neues. Ah, ich muss mich erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Ey, was zum... Nein. Böser Roboter. Willst du mich so verarschen? Halt. Ich warte noch ein bisschen. Ich weiß, ihr haltet mich wahrscheinlich für Gaga. Aber ich möchte hier eigentlich nicht schon sterben. Ja. Mhm. Wo
das erstmal genau angucken. Ah, beeil dich doch. So, da ist noch kein Laser. Wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich wohl nach unten? Ich habe keine Ahnung. Noch ein höher geht der nicht, oder? Nein, nein, nicht doch, nein. Ja, ist ja gut. Und ein neuer, bitte. Das ist doch scheiße. Aber ich glaube, noch einen höher wird er nicht gehen. Könnt ihr verstehen, warum ich das hasse? Wer denkt sich sowas aus? So, noch ein höher geht er wirklich nicht gut. Nein, das war die falsche Richtung. Ist da noch irgendwo? Oh mein Gott. Wir müssen da runter. So, da können wir noch hin, wenn ich das richtig sehe. Wo wandert der denn lang? Aha. Wäre ja auch nur zu schön gewesen, wenn es da schon vorbei gewesen wäre. Wir müssen genau an dieses Ding. Ich muss mir das erstmal genauer angucken. Ah, ich hab's geschafft. Ich fass es ja nicht. Ich hab's doch tatsächlich geschafft. Oh mein Gott. Boah. Das beim zweiten Versuch. Auch lustig, dass die Laser jetzt aus sind, aber gut. Nicht gefunden, gelöscht.
Das freut uns doch. Fehlt. Aha. Aber können da mich wecken, wenn die fertig sind? Ich frage mich, ob wir die Dokumente, die mein Großvater gestohlen hat, noch irgendwo haben. MacPherson! MacPherson, dafür will ich eine Erklärung. Was ist denn jetzt schon wieder? Verarschen kann ich mich allein. Sie wissen genau, dass Sie hier unten nichts zu suchen haben. Ich tue wenigstens was, um die Sache voranzubringen, anstatt mir den Arsch breit zu sitzen und abzuwarten. Sie werden dafür bezahlt, psychologische Profile von Tätern zu erstellen und ihren nächsten Zug zu erahnen. Und nicht dafür, Mörder in dunkle Gassen zu verfolgen. Sie haben wohl zu viel Krimis geguckt. Und wer bitte soll das alles bezahlen, was Sie hier unten zu Schrott gemacht haben? Oh Mann, dann ziehen Sie es mir doch vom Gehalt ab. Mir bleibt keine andere Wahl, ich muss Sie suspendieren. Und Sie werden sich vor dem Disziplinarausschuss rechtfertigen müssen. Sparen Sie sich die Mühe, ich kündige. Das wundert mich nicht. Die verwöhnte Tochter reicher Eltern, die daneben kündigt, wenn sie nicht ihren Willen kriegt. Halten Sie die Schnauze, Browning. Was wissen Sie schon über mich? Nicht viel, aber ich weiß, dass Sie so leicht nicht davon kommen. Oh doch. Denn sonst gelangt eine gewisse Liste mit Namen hoher Beamter und Senatoren, die einen gewissen SM-Club frequentieren, an die Öffentlichkeit. Vertue ich mich oder stand Ihr Name da nicht auch drauf? Das wagen Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, Browning. Oder das wird ein gefundenes Fressen für die Presse. Sind Sie eigentlich verheiratet? Sie dreckige kleine Nutte. Und wenn schon, für Sie bin ich so und so zu teuer. Wie künstlich er sich jetzt aufgeregt hat. Sie dreckige kleine Nutte und dann da ein bisschen rumhampeln, So, was nun? Tja, ich wurde zwar rausgeschmissen, aber man kann ja trotzdem noch mal ins Büro gehen, ne? Aber ich würde hier zuerst gerne mal speichern. Gut. Na, hier ist niemand mehr. Hier ist niemand. Sagt sie mir was? Ach so. Ja gut, das bringt ja jetzt auch nicht mehr die Welt, ne? Aber wo soll ich jetzt hin? Moment, das lesen wir uns doch mal eben nach. Ja, schön, dass da so viel steht. Sie... Ja. Wo muss ich denn lang? Ich weiß es nicht. Na, wo könnte man denn nochmal hingehen? Ich muss überlegen. Aber ich denke, hier im Büro haben wir jetzt eh nichts mehr zu machen. Na, gehen wir mal zur Tiefgarage und fahren irgendwo hin. Vielleicht nochmal zu Pats Haus, vielleicht nochmal die Akte lesen? Oder war die eigentlich jetzt abgeschlossen, die Akte? Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal gucken, ob da irgendwas drin ist.